Hi YouTube, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe mich einer neuen Pokémon-Challenge gestellt. Das Ganze nennt sich Pokerogue und ist relativ simpel aufgebaut. Man fightet die ganze Zeit ohne rumlaufen, man ist die ganze Zeit im Fighting-Screen. Außerdem gibt es alle 5 Level einen Trainer und alle 10 Level einen Boss, die es auch wirklich in sich haben. Und das Ganze wird immer und immer und immer schwerer, je länger man das macht. Nach jeder Runde, die man geschafft hat, hat man quasi eine Auswahl von 3 Items, die man wählen kann. Das kann sowas sein wie ein passives Item, was für immer gilt, wie zum Beispiel mehr Erfahrungspunkte. Das kann sowas sein wie ein Trank, der einmalig gilt. Oder es kann sowas sein wie, für die nächsten 5 Runden kann es mehr Crit geben für die Pokémon. Das Ganze hat mir unfassbar viel Spaß gemacht und ist eine neue Art Pokémon zu zocken. Deswegen, wenn ihr davon mehr sehen wollt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. This game is not monetized and we claim no ownership of Pokémon, nor the copyright assets used. Geil, ich freue mich schon in 2 Monaten, wenn es das Game nicht mehr gibt, lol. From this screen, you can select your starters. These are your initial party members. Okay, wir können entweder Bisasam picken. Glumanda oder Shiggy, oder können wir auch... Oh. Oh, wir können von jeder Edition picken. Okay. Ich sag ehrlich, wir fangen Stani an mit Glumanda. Wir nehmen Gekabre. Ich würde fast gehen für Shiggy sogar. Oder... Oh, nee. Wir nehmen Kanimani, Digga. Kanimani ist der Goat, Bro. Okay, was soll Glumanda... Es ist auf Deutsch, yo. Okay, das ist geil. Das ist sehr nice. Okay, was haben wir? Wir haben Scratch, Growl und Ember. Ja, ich glaube, Ember ist mega stark, weil das ist eine Pflanze. Easy. Okay. Also ich glaube, man läuft in dem Spiel nicht rum, sondern es ist einfach, man versucht so weit wie möglich zu kommen. Okay, was ist das? After every battle, you are given a choice of 3 random items. Okay, also man muss dann quasi so ein bisschen wie bei, kennt ihr Archiro oder wie das heißt? Dieses Handy-Game, wo man so nach jedem Raum dann oder nach irgendwie jedem 5. Raum, muss man dann so ein Upgrade wählen. So ein bisschen so, I guess. So, dass wir dann jetzt halt so entscheiden müssen, okay, mit was gehen wir weiter? Nehmen wir die Pokebälle oder, you know? Das ist geil. Grants a small amount of money, 180. Okay, wir haben $180 bekommen. Wait, habe ich jetzt schon ein Item gewählt? Habe ich das Nugget jetzt genommen, oder was? Oh mein Gott, ich habe ausgesehen das Nugget einfach gepickt, glaube ich. Ah, egal, Schäde. Okay, wann, wie heilig, Chat? Wie heilig die Scheiße? Heilig nur mit Items? Okay, wir müssen wieder eins auswählen. Wir können entweder 5 Pokebälle nehmen. Money. Was ist das hier? Doubles the chance of an encounter being a double battle. Wait, aber ist das gut? Warum wollen wir das? Ist das, ich glaube, das ist Arsch. Okay, ich glaube, ich nehme mal die Bälle, weil ich glaube, ich habe noch keine. Bro, das ist übelst nice, oder? Mehr XP. Okay, okay. Und rechts oben ist quasi das Level, ne? Wie weit wir schon drin sind. Wir sind jetzt 3 Fights into. Okay, Tail Whip ist gut, weil das macht kein Damage. Dann brauchen wir auch nicht heilen. Ah, scheiße, ich hätte das lesen sollen. You can also view the stat change for your Pokémon on the field, holding C or Shift. Oh, das ist dope. Okay. Es stand da gerade, dass nach jedem Fight die Stats sich resetten. Resetten erst beim Tauschen. Okay. Ja, okay, dann ficken wir die Drecksau mal auseinander, oder? Chat meinte, ich kann so bis so 50 kommen oder so. Also wir sind hier. Also da 50 wäre crazy. Okay, wir haben Glumanda Level Up. Wir sind Level 3 gerade. Was nehmen wir hier? Wir haben entweder Double the Chance of an Encounter being a Double Battle. Heals 1/16 still of a Pokémon's Maximum HP every turn. Alter! Alter, das ist über OP, oder? Das müssen wir nehmen. Das ist mega OP. Das gebe ich Glumanda direkt. Da stand ja auch, dass ich kann zwischen den Pokémon traden, aber ich gebe das erstmal Glumanda. Bro, das ist ultra sick, Bro. Sorry, dass ich das schon zum 200. Mal sage. Einer im Chat meinte gerade schon, ich rede hier drüber, als wäre das eine Werbung, Bro. Aber das ist wirklich geil. Vor allem, das ist einfach ein Browser-Game. Man muss nichts dafür runterladen. Boah, meint ihr, ich greife zuerst an gegen den Radfratz? Ich weiß nicht genau. Ich mach's mal. Okay, easy. Okay, saved, saved. Okay, saved. Okay, ich glaube, wir müssen at some point auf jeden Fall auch mal die Pokémon switchen. Vielleicht machen wir das jetzt beim nächsten Fight. Wir nehmen einfach das Geld und gucken mal. Wir werden schon erstmal so weiterkommen. Oh! Oh, das ist nicht gut. Wir hätten, glaube ich, heilen sollen. Wir sind gefickt. Wir sind gefickt. Alright, das ist der erste Trainer-Fight. Mit 2 Pokémon. Okay, das können wir schaffen. Ah, easy. Easy, Bro. Easy. One-Shot. Boom. Easy going. Easy going. Okay, das sind Easy XP Level Up. Und er kriegt nochmal Heal durch dieses Item. Sehr geil, der ist wieder fast full life. Oh, pff. Easy going, Chat. Und ich bin gerade aufs Geschirr getreten.
Bro, easy fucking going. Holy shit. Das ist ja gar kein Problem gewesen, Alter. What the fuck? Okay, wir kriegen 3 Items. Increases the critical hit ratio of all party members by 1 stage for 5 battles. Okay, also wir haben für die nächsten 5 Battles mehr Crit. Ich sag euch ehrlich, wir brauchen das noch nicht. Ich würde, glaube ich, gehen für das hier und Lumanda voll heilen. Oder für die 5 Pokebälle. Du kannst auch Reroll machen gegen Geld. Au, ja, stimmt. Hier unten. Reroll für $250. Okay. Ich sage euch ehrlich, wir nehmen den Crit. Wir gehen für den Crit. Glumanda wird sich so oder so voll heilen. Okay, was ist das für ein Typ? Was kann der? Ich wechsle einfach mal auf Kanimani, Bro. Wir gucken mal, was Kanimani kann. Alright, Scratch. Und er ist paralysiert. Holy shit. Oh mein Gott. Oh. 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 Moin, Lattenboy und Chat. Das ist der Downfall. Der Typ von dem der 1B-Remix. Du kannst gerne 100% der Einnahmen haben, will ihn doch nur selbst in meine Spotify-Playlist knallen, Pepe. Okay, saved. Holy shit. Oh mein Gott. Oh. Oh, oh mein Gott. Okay, bitte, das wäre geil, wenn da jetzt ein Trank dabei wäre. Okay, was haben wir? Wie heißt das nochmal? Sonderbonbon? Raises defense if HP is below 25%. Okay, das ist auch ein geil. Das ist ein Item, was wir einem Pokémon geben können. Wenn die HP unter 25% ist, dann ist die Verteidigung stärker. Oder wir nehmen einfach Geld. Ich würde auf jeden Fall, egal wie, eine Potion kaufen und die Kanimani geben. Was denkt ihr darüber? Das Ding ist halt, der Sonderbonbon, der bringt uns für jetzt was. Dieses Item hier wird uns für immer was bringen. Ah, wir nehmen den Candy Cop, fuck it. Wir geben den Glumanda. Wir machen Glumanda crazy OP. Okay, wir haben einen Double Battle. Okay. So, Kanimani switcht mit zu Glumanda. Ich glaube, das ist smart. So, dann machen wir mal Ember auf Raupi. Und was hat der hier? Eine Grasattacke. Machen wir die auf Pico Chilla. Get fucked, easy clap. Boah, wir haben ein richtiges Problem, Mann. Glumanda und Gekabre sind fast down. Okay, was haben wir hier? Restores 25% HP if HP is below 50. Okay, das ist aber ein One-Time-Use, glaube ich. Das ist halt eine Beere. Eine normale Potion. Oder mehr Double Battles. Ich glaube, Double Battles sind nicht so geil, um ehrlich zu sein. Okay. Was ist die Meinung zu? Ich kaufe eine Potion und ich nehme eine Potion und beide sind wieder full life. So, dann sind wieder alle auf Maximum HP. Alright, wir sind Level 8, Chat. Und es kommt der erste Trainerfight. Nee, der zweite Trainerfight. Okay, das ist ein easy one. Wait, kann man nicht switchen bei Pokémon bei Trainerfights? Ich dachte, ich kann das switchen. Okay, dann nehme ich Kanimani. Ist, glaube ich, trotzdem smart, oder? Oh nein, der hat keine Wasserattacke, Digga. No! Okay, was machen wir jetzt? Ich meine, der ist halt trotzdem sehr tanky, ne? Das war ein Critical Hit, den ich gerade gehittet habe. Oh. Sorry. Ich bin kurz suffocated hier. Boah, fuck. Meint ihr, ich sollte switchen? Ich glaube, einen kann er noch tanken. Oh mein Gott, let's go. Jetzt ein Crit. Er ist paralysiert. Er ist paralysiert, Digga. Natürlich. Natürlich. Alright, da muss Glumanda rein. Boah, das ist geil. Nach jeder Runde heilt Glumanda auch noch ein bisschen. Ich glaube actually, dass gegen den wahrscheinlich Scratch besser ist. Ja, easy. Das ist gar kein Problem. Zocken wir easy runter. Schön. Schön. Sehr gut, wichtig. Kanimani auch Level up. Und er hat jetzt eine Wasser. Jetzt hat er eine Wasserattacke. Let's go.
Wichtig. Ist Feuer gut gegen Flug? Ich weiß es immer nicht. Okay, was geben wir für Items jetzt? Wir haben 250 bekommen und you received super XP Charm. Was ist das? You received XP all. Okay, die hat uns einfach auch so zwei Items gegeben anscheinend. Geil. Okay, meint ihr, wir sollten eine Potion kaufen? Ja, ne? Boah, alle drei davon sind scheiße. Wir haben einmal Defense of all Party Members. Wird für die nächsten 5 Battles um eine Stage erhöht. Pokebälle, ja, juckt. Oder halt die Double Encounters. Die sind zwar schwerer, aber die bringen mehr XP. Dann kaufe ich für alle einfach. Dann sind wieder alle Full HP. Und dann nehmen wir X-Defense. Okay, sehr geil. Sehr geil. Chat, wir sind Level 9. Ey, wenn da ein Pokémon ist, Chat, was ich fangen soll, sag Bescheid, ja? Boah, ich weiß nicht, ob ich da halt wirklich mal ein bisschen so durchwechseln muss. Man, Glumanda ist halt fast Level 9. Und die anderen sind noch Level 5, Digga. Aber jetzt habe ich wenigstens so ein bisschen dieses Split-XP. Das ist schon mal ganz gut. Okay, Glumanda Level 6, Chat. Gekabri Level 6. Kekabri hat eine neue Attacke, Kanimane Level 7. Hallo Herr Telle, was haben wir denn da für ein Pokémon-Game? Das kennen wir gar nicht. Können Sie uns mal mitteilen, wo man das spielen kann? Wir warten immer noch auf die Pokémon-Version von Ihnen, ja, welche Sie mit BassGHG gespielt haben. Grüße aus Japan. Yo, der Nintendo-CEO, danke für die 5 Euro. Sie träumen gerade. Sie sind nicht wach. Sie träumen gerade. Es ist alles nur ein großer Traum. Alright. Saved. Wir sind saved. Easy. Okay, was haben wir hier? Also, wir haben einmal Mega Punch. Ich weiß nicht, wie gut Mega Punch ist. Dann XP Balance. Weights XP Points received from battles towards lower level party members. Boah. Boah, das ist mega gut. Das ist mega gut. Das ist genau das, was wir brauchen. Ja. Sollen wir vorher noch eine Potion benutzen für Glumanda oder denkt ihr, das passt? Das Ding ist, technisch gesehen, wir haben die Kohle, Bro. Wir haben gerade 1500 Dollar, sind Level 9, relativ noch am Anfang. Wir könnten investieren, aber ich weiß nicht genau. Also wir nehmen auf jeden Fall, ich glaube, wir scheißen drauf und wir sparen das Geld, Chat. Okay, perfekt, der ist easy. Warte mal, das ist ein Bossfight. Digga, es gibt Bossfights? Okay, er hat doppelte HP-Leiste, aber das ist perfekt. Weil der Typ wird jetzt gesmoked. Perfekt. Perfekt. Okay, ich habe jetzt Speed minus 2, aber ich sollte trotzdem schneller sein. Nein, bin ich nicht. Nevermind. Jetzt habe ich Speed minus 4, aber wir finden ihn. Easy. Easy going. Easy going. Erster Boss down, Chat. Level 10. Okay, anscheinend kommt alle 10 Level, I guess, ein Boss. 100 XP. Okay, die anderen beiden haben auch XP bekommen. Geil. You received XP Charm. Increases gain of XP points by 25%. Stacken die beiden? Stack das? Das wäre ja übergeil. Ja? Boah, yo. Das schmeckt. Wir müssen... Boah, ich finde das bis jetzt sehr geil. Ich habe das kurz gesehen bei Small End, habe es null verstanden und dachte dann so, alles klar, gut, ich schalte beim nächsten Mal wieder ein. Aber Digga, das ist übelst geil. Willst du Pokémon auswechseln? Ich glaube, nein. Leer ist Müll. Oder Leer. Ich glaube nicht, Bro. Ich glaube, es wird hier Situationen geben, Bro. Da wird es mega smart sein, ein Pokémon zu opfern. Damit die anderen leben können, weißt du, wie ich meine? Manchmal im Leben müssen Pokémon stehen bleiben, damit andere Pokémon rennen können. Boah, soll ich Taubsi fangen? Chat schreibt Taubsi fangen wegen Tauboss. Dann... Ich glaube, da sollte ein Pokéball reichen. Easy, Bro. Easy Points. Alright, okay. Wir haben ein neues Pokémon, Chat. Let's go. Okay, was machen wir hier jetzt, Chat? Super Potion ist mega useless, würde ich sagen. Ich überlege fast, ob wir den Reroll machen, aber der kostet 500 Dollar, Digga. Die haben da den Arsch offen. Ich glaube, ich nehme einfach eine normale Potion, mach Glumanda voll. Oh, maybe Taubsi auch voll machen? Und wir probieren mal, dieses Lure zu nehmen.
Dann haben wir vielleicht mehr Doppel-Encounter. Okay, jetzt die Frage, sollen wir den jetzt auch nochmal fangen? Weil es hieß, wenn wir zweimal jetzt Taubsi fangen, dann behalten wir quasi nur ein Taubsi, aber das mit den besseren Stats. Das heißt, wenn das Taubsi bessere Stats hat, hätten wir ein besseres Taubsi. Also eigentlich sollten wir das fangen nochmal, oder? Herzlich willkommen. Okay, lass uns hoffen, dass der First Try fängt. Ja, geil. Es kracht. Es kracht. Oh mein Gott, Digga, Flugattacken sind... Oh mein Gott, ich Vollidiot, ja. Na klar. Oh mein Gott, das ist over. Boah, soll ich es einfach umbringen? Ich weiß nicht genau. Ich mach mal einen Scratch. Ich hoffe, das bringt ihn nicht um. Okay, wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder wir switchen auf Taubsi und spielen das safe runter, müssen aber gleich eine Potion wahrscheinlich mehr kaufen. Oder wir riskieren, dass es jetzt reingeht mit einem Superball und sparen uns dadurch gleich eine Potion. Könnten aber Kanimani verlieren, wenn es nicht klappt. Wir riskieren. Bitte bleib drin. Oh mein Gott, Jesus Christus. Okay, ich weiß nicht, ob es smart war, einen Superball dafür zu wasten, aber wir machen es einfach mal. Okay, was haben wir hier? Wir haben einmal, wir können jetzt eine Potion, Pokéball oder Calcium picken. Increases the holder's base special attack by 10%. The higher your IVs, the higher the stack limit. Boah, das hört sich mega OP an. Ich weiß aber nicht genau, wer von denen hat denn Spezialattacken? Kanimani? Ja, vorher muss ich auf jeden Fall eine Potion kaufen. Also, wir kaufen mal eine Potion für Glumanda. Wir kaufen eine Potion für Gekkabre. Wait, jetzt habe ich aber doch zweimal Taubsi. Anscheinend funktioniert das doch nicht so. Jetzt habe ich zweimal diese Nutten, Alter. Was mache ich damit jetzt? Oh, Digga. Yo, yo. Doppelfight und ein Pikachu-Chat. Okay, sehr, sehr gut. Bro, wir müssen Pikachu fangen. Okay, ich hau Pikachu auf jeden Fall erstmal einmal Feuer rein. Und der Rechte kriegt diesen Gras-Aal hier. Okay, 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 okay. Boah, meint ihr, ich kann Pikachu mit einem Superball jetzt einfach schon fangen? Meint ihr, das geht? Boah, das ist so risky, Alter. Ich muss... Boah, es kann sein, dass wir das der Run jetzt... Es kann sein, dass wir den Run jetzt blown, Chat. Okay, ich gehe mit einem Superball auf Pikachu. Du kannst erst einen Pokéball wenden, wenn nur noch ein Pokémon übrig ist. Digga, das sagen die mir jetzt? Boah. Okay, ich glaube, ich kann Feuer auf den einsetzen, das müsste der überleben. Und den wechsle ich aus zu Kanimani. Boah, das ist beides Arsch. Das ist beides richtig Müll. Aber ich wechsle zu Kanimani. Oh mein Gott, er hat Glumanda angegriffen und er hat überlebt. Nein! Oh doch, perfekt! Oh mein Gott, perfekt! Perfektes Szenario! Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Okay, was ist schneller, Chat? Scratch oder Ember? Dann machen wir Fifian down. Und ich glaube, ich muss Kanimani wegswitchen, oder? Weil sonst verreckt er. Kanimani switche ich auf Taubsi und Taubsi muss jetzt einfach überleben. Ich glaube, wir verlieren Glumanda. Ja, oh nein. Nein. Donnershock ist ja zuerst. Ich verfickter Vollidiot. Oh nein. Oh mein Gott, Double Team. Er hat Double Team nur gemacht. Oh mein Gott, das ist perfekt. Bro, warum wird Fifi hier nicht gekillt? Hallo? Oh Gott, okay. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Der Run ist nicht tot. Der Run ist nicht tot, Chat. Okay, okay. Kanimani kann beißen erlernen. Ich glaube, das sollten wir machen für Scratch vielleicht sogar. Ich glaube, das brauchen wir halt. Damit können wir halt den Defense-Stat von einem Monster tot machen. Das brauchen wir für so Bosse und so. Ich würde Scratch wegmachen. Oder? Was denkt ihr? Ich brauche da mal einen schnellen Lücken-Call-Chat hier von euch. Okay, und jetzt muss der nächste... Oh mein Gott, Chat, wünsche mir Glück. Der nächste, der Ball muss treffen, first try. Come on, dann haben wir einen Pikachu-Chat. Das wäre crazy OP.
Bitte. Oh mein Gott. Oh. Okay. Let's fucking go. Let's fucking go. Oh mein Gott. Okay. Alright. Der Run ist nicht tot. Der Run ist nicht tot. Defense-Stats von allen hoch für die nächsten 5 Battles. Oder ein Pokéball. Okay, wir müssen auf jeden Fall Glumanda wiederbeleben. Müssen wir machen, oder? Müssen wir. Kostet 600 Tanken, Bro, aber wir müssen. Müssen wir. Spawnt er mit Full HP? Nein, diese Gottverdammten. Okay, ich muss Pikachu heilen. Ich muss Glumanda heilen. Ich muss Gekabor heilen. Und ich muss Kanimani heilen. Boah. Und ich nehme, glaube ich, dann den Defense-Stat. Boah, wir wurden gefickt, Chat. Wir wurden gefickt. Oh mein Gott. Alter, wir hatten gerade 1600 Dollar, Chat. Wir haben gerade 1300 Dollar in einem Fight verloren, alright? Alright, weiter geht's, Chat. Willst du dein Pokémon wechseln? Ich glaube, nein. Wir bleiben mal bei Kanimani. Der sollte den wegfetzen können mit Waterfall. Okay, aber er war One-Shot. Holy shit, immerhin. Alter, what the fuck? Gekabor grew to level 10, okay. Oh mein Gott, wir kriegen einen Wiederbeleber for free. Den kriegen wir jetzt? Den kriegen wir jetzt? Nachdem ich 500 für einen ausgegeben habe, Bro? Wen wollen die ficken, Alter? Man juckt halt, um ehrlich zu sein. Raises critical hit ratio of HPs below 25%. Das ist ein einmaliger Use, oder? Also das heißt, wenn einmal das unter 25 droppt, dann wird es einmal benutzt, glaube ich, oder? Das ist eine Berry halt. Hätte ich jetzt gesagt. Was sagt ihr, Chat? Taubsi wiederbeleben? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wir müssen es leider machen, Bro. Es ist mega Arsch, aber es ist das beste Item von den dreien. Oh mein Gott, noch ein Doppelfight. Alter, ich kotze. Nein, ich hab vergessen zu heilen! Ich hab vergessen zu heilen! Der Run ist over! Der Run ist over, Bro! Okay, vielleicht nicht, vielleicht nicht, vielleicht nicht, vielleicht nicht, vielleicht nicht, vielleicht nicht, vielleicht nicht. Maybe not, maybe not, maybe not. Maybe not, maybe not, maybe not. Nee, 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 nee. Ich glaube, wir sind good to go. Wir sind, glaube ich, good to go. Alright, wir machen Ember auf. Ich könnte Mauzi auch fangen. Ist das ein Ding? Ist Mauzi fangen ein Ding? Du hast noch Platz für eins. Ja, ich könnte halt Taubsi droppen dann. Also einen Taubsi für einen Mauzi. Was soll Gekabre tun? Gekabre soll einfach die Fresse halten. Ich würde sagen, der macht mal Mega Drain. Und Pikachu moven wir weg zu Taubsi, maybe? Ja, alles klar, GG. Ich dachte irgendwie, der greift Gekabor an und als erstes und dann kann ich mit Mega Drain das wieder auffüllen, was er an Damage gemacht hat. Stattdessen hat der Taubsi einfach gekillt. Ja, ich nehme jetzt das zweite Taubsi. Weil bei den beiden wäre es mir egal, wenn die sterben. Okay, ich denke, wir machen jetzt direkt den Ball. Bitte geh einfach rein. Bitte geh rein. Bitte geh rein. Bitte geh rein. Nice. Okay, perfekt. Okay, wir haben 12 Angriff. Ja, ich weiß nicht, wie gut das ist. Ich glaube, es ist alright. Ist alright. Okay, und dann droppen wir. Wir müssen jetzt ein Pokémon dafür droppen, Chat. Taubsi Level 9 tot, oder? Weg damit. Okay. Was haben wir hier? Okay, wir haben einmal die Verteidigung für die nächsten 5 Runden erhöhen. Geld oder eine mega große Heilung. Ich sag euch ehrlich, in den nächsten 2 Runden ist ein Bossfight, glaube ich. Ich glaube, der Boss kommt alle 10 Level und gleich sind wir Level 20. Wir sind aktuell Level 18 hier oben. You know? Ich glaube, dass die Verteidigung mega wichtig wäre für den Bossfight. Aber vorher sollten wir auf jeden Fall heilen. Alright, machen wir das. Machen wir Kanimani und machen wir Glumanda. Okay, Chat, wir entscheiden uns für das Geld. Das Geld gewinnt am Ende immer. Okay, es laggt. Alright, Nintendo hat das Ding geclaimed, Chat. GG's, GG's. War fun bis Level 19, Bro. Wir haben nicht das Game gespielt gegen das Game, sondern wir haben das Game gespielt gegen. Oh, nevermind, nevermind. Es ist noch da.
Holy shit, es ist noch da. Es wurde nicht geclaimed. Let's go. Boah, wie viel heilt ein Mega Drainer? Boah, das ist ja mega geil. Junge, saugt da richtig schön einen weg. Traum. Level up. Schön, schön. Kanibani auch Level up. Wichtig. Okay, was haben wir hier? Also, wir haben Super Potion. Dann haben wir Thunderstone. Causes certain Pokémon to evolve. Oh mein Gott. Geht das für Pikachu? Alter. Dann haben wir Raichu, Junge. Crazy. Und dann haben wir noch das hier. Ja, Bruder, Raichu. Let's go. Gar keine Frage. Rein in die Masse, oder? Oh mein Gott. Unsere erste Entwicklung, Ladies and Gentlemen. Auf Level 19. Boah, sick. Der Bro weiß immer noch nicht über das Game. Doch, 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 doch. Shut up. Uff, Alter. Ich weiß nicht, was härter wird. Der Bossfight oder andere Dinge, Bro? Holy shit. Okay, ich switch mal zu Glumanda, glaube ich. Ich glaube, die ist auch einfach normal, oder? Alright, Level 20 Bossfight, Chat. Wenn wir hier durchkommen, werden wir geheilt, laut Chat. Okay. Unser Attack Damage ist gefallen um 1. Nicht schlimm. Okay, wir machen nicht so crazy viel Damage bei dir, ja? Ich probiere mal Dragon's Breath. Das müsste doch eigentlich immer safe 40 Damage machen, oder? Ist das das? Oder ist das was anderes? Okay, das macht echt wenig Damage, Digga. Nee, das war Dragon Rage. Okay, okay. Ja, ich glaube, eine Attacke muss noch durchgehen eigentlich. Ja, schön, schön. Okay, unser Attack Damage ist jetzt minus 2. Und wir haben die Hälfte weg, Chat. Let's go. Kann man das Ding auch fangen? Nee, ne? Kann ich Bosse fighten, fangen? Doch. Sollen wir das machen? Boah, dann mache ich noch eine Attacke. Pff, Feierabend, Alter. Holy shit. Okay, okay, okay. Das war eine knappe Kiste. Wir switchen mal. Wer ist denn der most tankyste von denen? Ich glaube, Taubsi von den Stats gerade. Okay, Chat, wünsche mir Glück. Geil, let's go. Alter, die Stats sind überkrass. Holy shit. Bro, dieser Graph ist crazy ausgedingst. Wir hatten teilweise, da war fast nichts. Die ist mega gut. Okay, dann swappen wir die gegen Mauzi aus. Junge, Stapo ist halb GG. Stell mal vor, du bekommst noch die Mega-Entwicklung von ihr. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Ich weiß nicht, ob es Mega-Entwicklungen gibt hier. Okay, Glumanda Level 11, Taubsi Level 11. Glumanda Level 13 meine ich. Taubsi Level 11. Raichu Level 11, auch geil. Okay, dann machen wir mal Zippy Zap. Auf den linken hier. Und Dragon's Breath auf dem rechten. Chat, gegen welche Art Pokémon ist Drache gut? Gegen Fee? Ah, nee, nur gegen Drache auch, oder? Nur gegen andere Drachen, ja, okay. Ja, ja, Toni habe ich auf dem Schirm. Keine Sorge, Chat. Okay, das ist easy one. Das ist sehr, sehr easy one. Geil. Clean. Sehr gut clean. Alright, Level 21 ist done. Okay, was haben wir hier? Okay, wir haben Pokebälle Round oder die erhöhte Chance auf ein Doppelbattle. Und wir können jetzt hier oben neue Sachen kaufen. Geil. Aber wir sollten erstmal sparen. Das Ding hat dir deine Leftovers geklaut. Was? Hat Lumanda jetzt die Leftovers nicht mehr oder was? Oh, dieser Peach einfach, dieser Eschek. Ach, Digga, man sieht ja sogar, was das ist, Junge. Digga, hier steht es die ganze Zeit, was das für einen Typ ist, Bro. Ich sehe das zum ersten Mal gerade. Okay, das sollte One-Shot sein. Easy. Boah, wichtig. Wir brauchen jetzt noch ein paar Easy-Battles. Okay, Raichu Level 12. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Meisterball, Digga. Ja, müssen wir nehmen. Keine Frage, oder?
Also, da diskutieren wir ja nicht drüber, oder? Ich guck mal, ob ich noch irgendwen heilen will. Ich könnte Glumanda einen Heiler geben. Ist vielleicht nicht verkehrt, ne? Machen wir mal. Ja, also Meisterball nehmen wir auf jeden Fall. Ja, moin, geil. Ja, benutze ich doch erstmal den Meisterball bei denen, oder? GG. Ist ja richtig OP. Ich glaube, das Einzige, was bei dem Game ein bisschen goofy ist, ist, dass es so teils in Deutsch und teils nicht in Deutsch ist. Das ist so das Einzige, was man so kritisieren kann. Bro, Raichu ist crazy stark, Chat. Alter. Ah, stimmt, oben rechts sieht noch, was die Gegner für Items haben. Seite beim Feld vom Gegner. Du bist einfach auf der linken Seite beim Feld vom Gegner. Ah, stark, weil ich große Zähne habe, oder? Ist das der Gag? Der ist crazy, Mann. Danke, Bro. Danke, Mann. Danke, nee, ist ein Banger. Danke, Mann. Geiler Gag. Stark. Alright, easy. Alright, okay, was haben wir hier, Chat? Neue drei Items. Entweder mehr Crit für die nächsten 5 Runden, mehr Chance auf einen Doppelbattle, oder eine Beere, die die PP wiederherstellt. Boah, ist alles Arsch, ne? Dann nehmen wir, glaube ich, den Crit. Alright, ich glaube, wir machen hier erstmal Pause, gehen zu den Mädels. Boah, das Game ist awesome, Mann. Das ist richtig geil. Real Talk. Ich glaube, ich muss jetzt einfach zumachen, oder? Ich kann einfach weiterspielen irgendwann später. Ich glaube, das ist jetzt alles gesaved. Digga, das ist übelst geil. What the fuck? Das hat richtig Spaß gemacht.